Das letzte Kind hat Fell, sagt ein Sprichwort unter Hundefans. Die Vierbeiner sind beliebt wie noch nie. Doch wer ist der Chef an der Leine? Partnerlook mit Hund. Also für Frauchen gibt es dann den Outdoor-Mantel, passend dazu dann für den Hund die gleiche Variation. Also man kann es schon einrechnen, dass das 3 Stunden dauern kann, bei so einem Groß mit so viel Fell. Wo Hund und Mensch aufeinandertreffen, geht doch mal was daneben. Bitte einmal hier aufpassen, Augen nach unten richten, ja. Achtung, 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 genau. Achtung, hier unten, einmal aufpassen, nur kurz, bitte. Wer ist der beste Hund im ganzen Land? Das wollte der VDH wissen, der Verein des deutschen Hundewesens. Zur Bewertung treten fast 1600 Tiere an. Die internationale Rassehunde-Ausstellung in Rostock ist eine der größten in Norddeutschland. Die Züchter hoffen auf gute Noten der VDH-Richter. Hinter den Kulissen wirbeln seit Monaten 20 Menschen. Das Wichtigste ist ja immer, dass die Kollegen gut versorgt sind, ne? Da haben wir jetzt noch ein bisschen Nervennahrung für die nächsten Tage. Schiemann. Katrin Schiemann. Sie kümmert sich auf der Messe um Mensch und Tier. Sag ich dir gleich. Ich gebe dich mal kurz an Juliane. Warte mal. Ich habe ja nur ein Jahr lang das alles vorbereitet. Und irgendwie wird es dann auch Zeit, dass es endlich losgeht dann irgendwie, ne? Also, und für Hundebesitzer ist es, glaube ich, einfach ein Muss, hierher zu kommen. Wollen wir uns an die Hundeeinlässe Flux-Counter mit hinstellen? Lohnt sich das? 2 Tage dauert die Show. Wenn es richtig gut läuft, kommen jeden Tag mehr als 10.000 Zweibeiner mit vierbeinigem Anhang. So, dann seid ihr alle da, ne? Dann kommt mal hier vorne zu mir rum. Hundeeinlass ist hier hinten hinter der Halle. Dort haben wir 2 Zelte gebaut. Die sind hier so. Die Aussteller kommen von hier, gehen hier rein. Da ist es so, dass jeder gemeldete Hund hat ein Einlassticket bekommen mit so einem QR-Code. Hund zahlt 4 €, sein Mensch 8. Das heißt, pro gemeldeten Hund darf eine Begleitperson kostenfrei mit rein. Okay. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Hund kommt mit Herrchen und Frauchen, muss die zweite Person Geld bezahlen. Ja. Ach so, und dann noch ganz wichtig. Es gibt auch Menschen, die einen Hund gemeldet haben, aber mit einer großen Box ankommen, wo 4 oder 5 Hunde drin sind. Das heißt, wenn die Boxen auch zugedeckt sind oder wie auch immer, guckt ihr rein und zählt, wie viele Hunde da drin sind. Weil die müssen auch für die anderen Besucherhunde Eintritt bezahlen. Also und vor allem, es muss schnell gehen. Ganz wichtig, mega schnell. Ja. So schnell wie möglich. Bäm, 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 alle durch. Ne? Und nicht lange diskutieren oder irgendwie was, also einfach abarbeiten. Bei keiner anderen Messe kommen so viele Besucher. Sie können hier immer 2 Reihen aufstellen. Ne, da vorne sind 2 Schleusen. Dann geht's ein bisschen einfacher. Impfpflicht. Darüber wird hier nicht diskutiert. Ohne Tollwutimmunisierung kein Zutritt. Einige Züchter sind schon Tage vorher angereist, im eigenen Wohnmobil. Vor der Halle formiert sich die Wagenburg der Aussteller. Aus Oldenburg kommen Tanja und Frank Pals. Sie züchten italienische Wasserhunde, verwandt mit dem ehemaligen First Dog der USA. Barack Obama hatte den Bo, das ist ein portugiesischer Wasserhund. Und der ist bedauerlicherweise ja im November verstorben. Aber davon sind die Wasserhunde populärer geworden. Ja, aber das ist der Portugiese gewesen, der deutlich größer ist. Na? Die Lagotto Romagnolos, auch Trüffelhunde genannt, sind etwas kleiner. Gerade noch so schoßtauglich. Wir wollen eigentlich unsere Hunde schön im Ring präsentieren und mitunter auch wohl einen Preis mitnehmen. Ja, das ist angedacht. Ja.
Das ist unsere junge Hündin, die startet in der Jugendklasse, ist 11 Monate alt und hatte in Oldenburg an beiden Tagen den Erfolg, das BOB zu gewinnen. Und nun schauen wir mal, ob es auch eine Anwartschaft auf den Jugendchampion gibt. BOB heißt Best of Breed. Damit war Cleopatra in Oldenburg die Beste ihrer Rasse. Katrin Schiemann muss auch für gute Laune bei den 60 Industrieausstellern sorgen. Na, das ist ja süß mit euren Kissen. Aha, schmeiß mich weg, ja geil. Danke. Ihr persönlicher Lieblingsstand gehört Jasmina Naskowski-Bußmann. Alles gut? Ja. Schön. Ja, mittlerweile, sagen wir mal mittlerweile. So. Es kommt jetzt langsam ein bisschen Ordnung rein. Schmeiß mich weg, wirklich. Also was eine Ausstattung. Jasmina betreibt einen Hundeausstattungsladen in Rostock. Auf der Messe will sie ihr Start-up bekannt machen. Über die Stadtgrenzen hinaus. Vor gerade mal 2 Jahren hat Jasmina die kleine Hundeboutique in der Rostocker Innenstadt eröffnet. Davor war sie im Pkw-Handel tätig. Premium-Segment. Und Premium wollte sie auch für Hunde. Inspiriert durch ihre beiden Chihuahuas, Prince und Sir Douglas. Super. Klasse. Klasse. Etwas abseits der Fußgängerzone mietete sie ein Ladenlokal und richtete es ganz nach ihrem Geschmack ein. Jasmina mag, wenn es glänzt. Als ich 2017 meinen Sir Douglas geholt habe oder zu mir nach Hause geholt habe, habe ich auf dem Markt für Tiere oder für den Hundebedarf festgestellt, dass vieles einfach nicht von guter Qualität ist, ob es Hundebetten sind, die schnell eine Liegekuhle bekommen. Es sind Leckerlis, die viel Getreide enthalten, die keine Lebensmittelqualität zu 100% haben. Und da dachte ich mir, das kann ich besser machen. Wir machen nämlich das Hundeleben bunter mit unseren Hundegeschirren. Prince und Sir Douglas tragen zum Beispiel gerade die Variante. Genau. Von klassisch verspielt bis hin zu mutigen Leopardenprint. Die Gassi-Runde ist längst zum Laufsteg geworden. Ja, wir haben uns überlegt, auch für Frauchen ein passendes Jäckchen anzubieten. Das Ganze ist von dem Hersteller eigentlich in Partnerlook mit Hund kreiert worden. Also für Frauchen gibt es dann den Outdoor-Mantel und passend dazu dann für den Hund natürlich auch die gleiche Variation. Kotbeutelhalter aus Echtleder. Hundeleinen, strassbesetzt, mit passenden Handyhüllen. Dazu handgemachte Leckerlis, Designer Futternäpfe, Hundebetten aus Kuhfell. Alles nicht billig. Stammkundin Regine ist heute Morgen die Erste. Für sich selbst muss sie genau rechnen. Hallo Lale. Guten Morgen. Die 70-Jährige war Lales Rettung. Ja, sie ist seit ungefähr 4 Wochen in Deutschland. War auf so einer Sammelstation in Rumänien. Ja, und war kaum 4 Wochen hier in Deutschland. Naja, und ich habe sie gesehen. Die anderen hatten mich alle abgelehnt, die anderen Heime. Und ja, die haben alle gesagt, ich bin zu alt, ich kriege keinen Hund mehr. Jasmina sprang ein und übernahm die Patenschaft. Weil ich alleinstehend bin und gar keinen habe in Rostock. Deswegen musste ich jemanden nachweisen, dass sie nicht alleine in der Wohnung ist, wenn wirklich mal was mit ihr passiert. Und dann kriegt Jasmina einen Schlüssel von mir. Dann wird sie informiert, wenn mal was ist. Und sie nimmt sie auch bis zu 2 Wochen, wenn ich wirklich mal dringend weg muss oder was. Und es war alles super. Regine ist nicht nur zum Plaudern hier.
So, und nur noch die Gartentrops. Und dann nehmen wir noch die Gartentrops. Jawohl. 100% Lebensmittelqualität. Lass mich raten, du möchtest wieder selber naschen, ne? Ein knuspriger Snack aus Kokosmehl, Gemüse und Obst. Ja, die sind lecker, kann ich nur empfehlen. 250 Gramm für 8,50 Euro. Ich probiere fast alles, was der Hund kriegt. Schau mal, dann haben wir einmal die Gartentrops, den Kotbeutelspender und einmal den Futterdummy. Und dann sind es bitte 53,34 Euro. Rund 200.000 Hunde leben in Mecklenburg-Vorpommern. Deutschlandweit fast 10,3 Millionen. Die Zahl stieg rapide an in den vergangenen Jahren. Hunde als Therapie gegen Einsamkeit und Langeweile im Corona-Lockdown. Aber auch als Accessoire. Es gibt immer mehr Hunde und immer mehr Menschen, die sich um das Wohlbefinden der Tiere kümmern. Wie Jule Tschammer, Hundefriseurin. Der Salon in der Rostocker Innenstadt ist ein regelrechter Wellness-Tempel für Vierbeiner. Jule hat viele Jahre in einer Tierarztpraxis als Arzthelferin gearbeitet. Doch das war ihr oft zu traurig. Sie schulte um. Auf Fellfrisuren. Jules erster Kunde heute? Ein Bearded Collie. Mit extrem viel und langem Haar. Hallo! Na? Na, Peppels? Sie war im Urlaub und weil wir sie im Urlaub nicht gut genug gepflegt haben, ist sie jetzt ein bisschen vernachlässigt. Und man muss eben da dranbleiben mit der Pflege. Das muss man sich vorher überlegen, sonst muss man sich irgendwas Kurzhaariges anschaffen, was nicht so viel gebürstet werden muss. Die rennen da so ein bisschen ab, weil das hängt auch immer alles nur im Futter. Dann die Klumpen raus, die Füße ausschneiden. Ja, das Bäuchchen wieder ein bisschen kürzer, ne? Genau. So wie und am Popo. Und dem Popo. Das machen wir. Also man kann es schon einrechnen, dass das 3 Stunden dauern kann. Bei so einem Groß mit so viel Fell. Hat es da geziebt? Entschuldigung. Pro Stunde werden hier 60 Euro fällig. Da ist aber alles inklusive. Schneiden, waschen, legen und sämtliche Hundekosmetik. Nimm mal den Kopf einmal runter. Dankeschön. Pebbles ist eine sehr geduldige Kundin. Sie kennt das Prozedere und steht still. Selbst als sich Jule untenrum zu schaffen macht. Man macht ja eigentlich sozusagen eine Intimfrisur bei Hunden, damit das nicht immer so vollgepullert wird. Aber bei Pebbles möchte das Frauchen gerne, dass der Bauch ein bisschen kahler ist, damit ihr nicht so doll warm wird. Die hat ja so viel Fell. Und es ist abgesprochen, dass wir den Bauch mal ein bisschen kürzer machen. Also wirklich von hinten bis nach vorne. Und das ist Kundenwunsch. Dann mache ich das gerne. Jeder Hundebesitzer kann ein Lied davon singen. Wenn man das Tier zu Hause in der Dusche oder der Wanne reinigen will, muss man hinterher das ganze Bad putzen. Jule hat eine spezielle Waschbox. Da geht kaum was daneben. Beim Föhnen wird Pebbles ein Ohrenschutz aufgesetzt. Und dann noch den Pony. Hallo, na, seid ihr fertig? Oh, ja, wie sieht das schick aus? Na, so schick, ja, so schick. Oh. So muss sie aussehen, ja. Und eigentlich, wenn du sie jeden Tag bürstest, sieht sie auch jeden Tag so aus. Aber das wird dann zu viel, wenn du sie jeden Tag bürstest. Also es gibt welche, die viel Zeit haben. Aber wenn man außer dem Hund noch was anderes hat, dann macht das, glaube ich, keiner. Ciao. Jule muss schnell durchfegen. Der nächste Hund kommt gleich. Ja.
In der Messehalle treffen nicht nur Hunde aus 242 Rassen aufeinander, sondern auch deren Besitzer, die alle meinen, sie hätten den schönsten Hund. In insgesamt 17 Bewertungsringen wollen sich die Züchter möglichst gute Noten für ihre Tiere abholen. Je höher die Bewertung, desto höher der Preis für spätere Welpen. Auch Katrin schnüffelt mit gespitzten Ohren durch die Messe. Einmal ganz kurz. Ein Alarm fordert ihr sofortiges Handeln. Und zwar sind das unsere Türwächter. Also wir haben ja gewisse Ausgänge für die ganzen Hundeaussteller. Und manchmal versuchen sie an jeder Tür rauszukommen, wo sie manchmal auch nicht rauskommen sollen. Und dann legen sie den Wächter um und wir hören dann immer mal, woher das Geräusch kommt und müssen ihn schnell wieder zurückdrehen. Problem gelöst. Tanja muss mit ihrer Trüffelhündin Cleopatra gleich in den Ring. Das Wesen ist bei diesem Hund ganz wichtig, dass er sich äußerst freundlich, zugänglich, ohne Aggression zeigt. Und eben, dass dieses Menschennahe, dieses in Symbiose mit den Menschen, dass das also wirklich im Einklang ist. Das muss funktionieren. Das wollen die Richter sehen. Ne? Auch wenn man dann die Zähne zeigt, ne? Dass die sich anfassen lassen, im Gesicht, überall. Ne? Das ist ganz wichtig. Dass die da keine Scheu zeigen. Ne? Tanja züchtet erst seit 3 Jahren die italienischen Trüffelhunde. Stellen Sie noch einmal auf den Tisch, das wäre nett. Ja. Wow, sportlich. Ja. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Wie alt ist Ihre Hündin? 11 Monate ist sie jetzt. Hallo Maus. Cleopatra tritt an in der sogenannten Jugendklasse. Die Richterin vergibt Bewertungen, die vergleichbar sind mit Schulnoten. Das Beste wäre ein V für vorzüglich. Dann käme SG für sehr gut und G für gut. Darunter kommt für Tanja ohnehin nicht in Frage. Mittellanger, muskulöser Hals. Bei Trüffelhunden ist das was Gutes. Schöner, gerader, fester Rücken. Kann auch bei Hunden entzücken. Korrekt angesetzten Behängen. Behänge sind die Ohren. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Cleopatra bekommt tatsächlich die Höchstwertung V1. Ganz vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für die Wertung. Schön. Wirklich toller Hund. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es ist die 3. Ausstellung in Folge, in der Cleopatra die Beste ist. Ich habe jetzt Richterbewertungen von 3 unterschiedlichen Zuchtwertrichtern, von 3 unterschiedlichen Ausstellungen, mit jeweils dem V1 in der Jugendklasse und darf somit den Antrag stellen auf den deutschen Jugendchampion VDH. Ich bin jetzt gerade sehr glücklich. Ja. Später darf Tanja mit Cleopatra nun auch noch in den Ehrenring. Da wird der Beste der Besten ermittelt. Die andere Seite der Hundemedaille. Tierheime und Auffangstationen platzen aus allen Nähten. In Schwan bei Rostock gibt es einen Gnadenhof, auf dem Hunde betreut werden, die ganz besondere Hilfe brauchen. Sonja Elmenhorst kommt hier regelmäßig vorbei. Sie ist Hundephysiotherapeutin. Auf Hausbesuch. Alles gut. Sonja hat zunächst als Sporttherapeutin in einer Psychiatrie gearbeitet. Doch da war sie nicht glücklich. Im Fernstudium machte sie einen Abschluss als Kleintierphysiotherapeutin. Ja, hier ist immer viel Trubel. Na, hi. Sag mal, hm? Ja, erstmal begrüßen, ne?
Jetzt verdient sie ihr Geld, indem sie Hunden etwas Gutes tut. Heute geht's um Nina, genau, ja. Christel Klein, die Hausherrin, hat ein großes Herz für Vierbeiner. Ja, Nina, da hatten wir einen Anruf einer Tierschutzorganisation. Sie wollten sie in ein Tierheim vermitteln, hier nach Deutschland. Sie kommt ursprünglich aus Rumänien. Sie ist eine Rollihündin und plötzlich hieß es, Tierheim kann sie nicht aufnehmen. Ja, und da hat man uns natürlich angerufen und gefragt, weil sie schon auf dem Weg nach Deutschland war im Transport, ob wir dann einspringen könnten. Und so ist Nina eigentlich zu uns gekommen. Ja, sie kann ihre Hinterläufer nicht selbstständig bewegen. Sie hatte gerade noch mal eine Knie-OP und deshalb kommt ja Frau Elmenhorst auch zu uns und wir machen Physiotherapie und hoffen mal, dass sie irgendwann mal wieder lernt, selbstständig die Beine zu bewegen. Hallo Nina, erstmal begrüßen, ne? Ja, oh, das ist sonst nicht so. Sonja beginnt mit Reizstrom. So, das muss ich alles schön benetzen, damit auch wirklich der Durchfluss da ist. So, und dann kriegst du das an deinen Hals. So. Die elektrischen Wellen stimulieren Nerven und Zellen. Das wirkt heilungsfördernd. So, meistens bin ich zwischen 2 und 3. Nina ist da immer sehr empfindlich, deswegen bleibe ich bei 2. Oh, jetzt pinkelt sie. Das gibt es dann auch, ne? Berufsrisiko. Das ist gut. Na, also sie hat eine Überlaufblase noch. Das heißt, wenn ich das stimuliere durch Interferenzstrom und meine ganzen Massagen, kann das sein, wenn ich dann an den Bauch komme, dass ich die Blase drücke aus Versehen. Das wird dann sofort aktiviert und dann kommt so ein Missgeschick. Das kann mal passieren, ist nicht schlimm, aber da habe ich ja meistens selber Schuld. So, lassen wir das jetzt erstmal. Na, das ist ganz normal. Ich habe die Hoffnung, dass sie wieder laufen kann irgendwann. Ich habe schon öfter Hunde ins Laufen wieder bekommen. Manchmal dauert das tatsächlich über Monate, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass die dann wirklich wieder vernünftig, also die können nie richtig super gut laufen. Die werden dann immer irgendwie Gangbildstörungen haben und auch mal ins Loch fallen, wenn es nass kalt ist zum Beispiel und sacken wieder ein. Aber grundsätzlich besteht da Potenzial. Für eine Therapieeinheit nimmt Sonja 55 Euro. Auf dem Gnadenhof wird das mit Spendengeldern finanziert. Okay, du willst nicht. Gut, dann machen wir das anders. Ja, am Anfang sind sie immer sehr, sehr aufgeregt. Dann müssen die festgehalten werden oder dann muss mit Leckerchen viel gearbeitet werden. Aber so meistens ab der 2. oder 3. Behandlung, dann merken die das. Ich hole das Gerät raus oder die sehen mich und dann ist das irgendwie schon verknüpft. Oh ja, geil. Entspannung. Der Hof von Christel Klein ist oft die letzte Station für ausgesetzte und kranke Hunde. Ab und zu kann sie auch noch Tiere in ein neues Zuhause vermitteln. Wir sind natürlich so ein Ein-Mann-Betrieb hier und da ist es die Hilfe doch begrenzt. Und im Moment mit 23 Hunden, da ist das natürlich schon das Limit dann erreicht. Aber wir sehen, wie sie da schön die Hinterläufe mitbewegt. Das wäre noch mal ganz gut, ne? Sonja kümmert sich 2 bis 3 Mal in der Woche um die schwersten Fälle. Gebrauchen könnten alle Hunde die Physiotherapie, doch dafür reichen die Spendengelder nicht. So, Nina, zeig mal, was du schon kannst. Das sieht gut aus, finde ich super. Gefällt mir. Es geht voran mit Nina. Und seit der OP ist es, also das sieht man ja auch, dass sie wirklich den Impuls hat, nach vorne zu führen, die Hintergliedmaße. Und deswegen sehe ich da noch großes Potenzial, dass sie irgendwann auch wieder laufen wird. Sonja muss schnell weiter. Sie hat noch einen Termin. Jule, die Hundefriseurin, hat nur eine kurze Pause. Auch ihr Auftragsbuch ist voll.
Ihre Hunde Pumpkin, ein Chihuahua-Rüde, und Chili, eine Bulldoggen-Mischlingsdame, sind immer mit im Salon. Jule kann gut verstehen, warum Menschen mit Hunden zusammenleben wollen. Und der Hund von heute ist ein gepflegter Hund. Es haben sich so viele neue Hunde angeschafft und es sind so viele Hunde, die einfach viel Pflege brauchen. Nicht nur die Pudel oder halt die allgemein immer geschnitten werden, auch so wie Chihuahuas, so wie Pumpkin oder so kurzhaarige Hunde wie Chili. Die brauchen alle Pflege, die müssen mal gewaschen werden, die müssen gebürstet werden, die verlieren alle Haare. Also das ist so viel. Und das möchten auch wirklich die Besitzer gerne, dass die Hunde gut riechen, dass die gut aussehen, dass das Fell schön glänzt und dass doch der Bedarf wird immer mehr. Das hat nach 12 Jahren die Besitzerin von Tammy auch eingesehen. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr dürft reinkommen. Na Mäuschen? Eine ganz natürliche Terrier-Mischlingsdame. Hallo, na Häschen. Wollen wir dich heute ein bisschen hübsch machen? Na ne. Das war ihr erster Friseurbesuch, ne? Genau. Dann darf sie einmal auf den Tisch. Das Frauchen wünscht sich einen Rundumschnitt für das Tier. Ja, auf jeden Fall ein bisschen kürzer jetzt für den Sommer. Sie hat ja auch sehr viel Unterwolle. Auf jeden Fall der Ziegenbart muss ab. Der hängt immer so schön im Napf. Und dass sie besser gucken kann vorne. Ja. Ja, ist ja gut. Wenn sie jünger wäre, müsste man sozusagen das Fell trimmen eigentlich. Also, dass man das so rauszupft, damit dieses tote Fell eigentlich rauskommt. Aber dadurch, dass sie jetzt 14, 12 ist, macht man das nicht mehr. Da ist das Fell sowieso schon ganz flauschig und ganz weich und dann schert man das eher ab. Und es ist dann eher schöner für den Hund einfach, damit man sie nicht nochmal trimmen muss. Sondern wir machen sie jetzt einmal schön kurz für den Sommer. Nie? Und dann ist sie schick. Guck mal, das finde ich gut. Ja, perfekt. Jule hat die Schermaschine auf 20 mm eingestellt. Wenn schon, denn schon. Das ist schön, ne? So machen wir es. Super. Nicht wundern, dass sie jetzt so schuppt, ne? Das ist wirklich nur der Stress. Und weil ich auch mit der Schermaschine so über die Haut gehe, ne, das reizt auch ein bisschen, dann können die ab und zu mal ein bisschen schuppen. Okay. Super. Dann machen wir das. Ist gut, Häschen. So, du brauchst nicht springen, Schatz. Alles gut. Du machst das doch geil. Die betagte Hundedame ist etwas nervös. Noch nie hat eine professionelle Friseurin Hand angelegt an ihr Fell. Wie viele Leute sagen, die sind artig und so, aber das ist Hundefriseur ist immer eine andere Situation. Die Hunde verhalten sich anders. Aber es ist, man muss sich einfach auf den Hund drauf einstellen. Wollen wir weitermachen? Ja, so ist fein. Alles gut, tief durchatmen. Ja, ist ja gut. Wir machen das nachher. Nicht Schnappi machen. Mama, sitz. So ist fein. Dann den Bart und sogar noch die Pfoten. Das wird Tammy zu viel. Na, na. Ja, ist jetzt gut. Tammy, Mama, sitz. Na ja, passiert. Es heilt ja auch wieder. So. Aber das ist halt der Beruf. Ich stelle das nicht. Alles gut. Super, klasse. Siehst du es gar nicht so schön? Jule bringt das nicht aus der Ruhe. Sie weiß ja, dass es nicht persönlich gemeint ist von Tammy. Guck, Frauchen ist auch noch da. Ich muss auch sagen, so ältere Hunde sind mehr Schnappi, weil die sagen, jetzt reicht's. Ist so wie ältere Menschen, die haben dann keine Lust mehr, dann sagen sie, dann gehen sie. Und die Hunde schnappen dann. Die Älteren, das ist okay. Für ganz übel gelaunte Hunde hätte Jule auch einen Maulkorb parat. Aber meistens funktioniert es ohne. Nach 30 Minuten ist Tammy fertig frisiert. Allerdings fehlt jetzt noch die Dusche. Ich mixe jetzt für Tammy einmal Tiefenreinigung. Das riecht nach nix. Danach kommt die zweite Wäsche. Und zwar, das ist einmal Reinigung mit ein bisschen gutem Geruch. Dann kriegt sie das Blau-Shampoo, weil sie ja schwarz und ein bisschen grau ist. Und dann noch ein bisschen von dem Complex Care. Das ist halt für die Unterwolle, damit es ein bisschen gelöst wird. Dass man beim Kämmen alles schön rauskriegt. Nochmal Schnappi riskiert Jule lieber nicht.
Auch auf das Föhnen verzichtet sie heute. Handtuch muss reichen bei Tammys neuer Kurzhaarfrisur. Der Rest trocknet an der Luft. Warte, warte. Oh, I was schüttelt. Hallo. Hi. Supi. Ich glaube, sie fand es doch nicht so schlimm. Ich bin total zufrieden. Also, Wahnsinn. Ein ganz neuer Hund. Dann sind das 60 Euro, bitte. Der Sommer kann kommen. Dankeschön. Heute ist eine frische Brise, ne? Schön. Temperatur passt. Sonja, die Hundephysiotherapeutin, und ihr Mann Martin wollen zum Hundestrand Hohe Düne. Martin ist selbstständiger Bauunternehmer. Er und Sonja können sich ihre Zeit so einteilen, dass Feivel, ihr Wischlerrüde, genügend Auslauf bekommt. Super gemacht, super gemacht, super! Sonja weiß, jeder Spaziergang am Strand ist auch eine kleine therapeutische Anwendung. Weil eigentlich alle Hunde am Strand irgendwie aufblühen, habe ich das Gefühl. Ja, also die lieben es, glaube ich, im Sand rumzulaufen, das Gefühl im Sand. Ja, ne? Das passt schon. Das kann man halt gut auch als Muskelaufbautraining machen. Also ich sage ganz oft, wir haben hier den Strand in der Nähe und da könnt ihr wirklich schön Wasser treten mit dem Hund. Oder einfach am Strand gehen und da müssen die sich die ganze Zeit ausgleichen, das Gleichgewicht halten. Und das ist für die Tiefenmuskulatur einfach super gut. Sitzen. Sitzen. Ihr Feivel ist in Topform. Und bring her! Wo ist er? Doch das ist längst nicht bei allen Hunden so. Also jeder dritte Hund ist zu dick. Das kann ich so sagen. Und da tut man dem Hund einfach wirklich nichts Gutes mit. Na, also die Gelenke, die können das nicht richtig auffangen. Die müssen das ganze Gewicht tragen. Und die mangelnde Bewegung. Ne? Manche Hunde kommen dann wirklich nur am Tag, was weiß ich, dreimal täglich 20 Minuten raus. Die brauchen dann auch mal wirklich auspowern oder nur an der Leine führen. Die müssen mal wetzen. Mit einer Therapeutin als Frauchen gibt es auf jeden Fall genug Bewegung für Feivel. Den Hund hat Sonja mit in die Ehe gebracht. Ich habe mit Feivel schon sehr, sehr, sehr viele schwierige Zeiten auch mitgemacht. Viele verschiedene Situationen. Und das stärkt irgendwie auch die Bindung zwischen mir und Feivel. Und ich will es auch, wie gesagt, nicht mehr missen. Also wir haben den Luxus, dass wir uns das zeitlich auch leisten können. Bringt schon viel Freude und viel Action ins Leben. Martin muss zurück auf die Baustelle. Und Sonja hat noch einen schwierigen Hausbesuch vor sich. Mehr als erwartet. Rund 23.000 Menschen zieht es in die Messehalle nach Rostock. Zusammen mit den Besucherhunden tummeln sich am Ende fast 3.000 Vierbeiner auf der Messe. 12.000 Pfoten. Futter, Spielzeug, Zubehör aller Art. Ein Geschäft, das boomt. Im vergangenen Jahr hat die Heimtierbranche in Deutschland ein Plus von 10% erzielt. Fast 4 Milliarden Euro wurden mit Haustieren umgesetzt.
heute Kind. Hallo. Oh, schön, dass ihr da seid. Oh, sie freut sich. Guck mal, Herr Hase, hier sind die Leckerlis. Mal hier meine Fragen. Jasmine hat an ihrem Stand für jeden Geldbeutel etwas im Angebot. Vor allem aber für prall gefüllte. Zum Beispiel einen Adventskalender für Hunde. Ich meine, ich krieg so einen. Nicht, weil ich hab so einen. Richtig, genau. Wahnsinn, oder? Ist das nicht toll? Alles. Also, in dem Adventskalender findest du Pflegeartikel. Wir haben eine Rezeptidee mit einer Plätzchenausstechform. Es gibt Leckerlis darin. Hat natürlich auch seinen Preis, ne? Also ich habe noch nie so einen teuren Adventskalender im Sortiment gehabt. 139,95. Na, wenn sich das lohnt. Gleich nebenan hat Hundefriseurin Jule ein mobiles Krallenstudio aufgebaut. Am besten einmal die Leine abmachen. Nicht diesen ganzen Moment. Bist du ein... Ja, genau. Messeangebot? Einmal Krallen schneiden für 9,50 Euro. Eine Angstdisziplin für die meisten Hundebesitzer. Zu schnell schneidet man zu viel ab und trifft einen Nerv. Das verzeihen einem die Tiere nur sehr selten. Die haben wir auch schon. Dann nehme ich mal das Hinterbeinchen. Jetzt macht sich Jules erste Ausbildung als Tierarzthelferin bezahlt. So. Geht es? Ja, ja. Fein gemacht! Super! Alles schon fertig gemacht! Das war gar nicht so schlimm! Nach 10 Minuten hat der Mops alles überstanden. Ja, das finden die Hunde meist irgendwie total scheiße. Naja, wir haben schon öfter mal versucht und ich glaube, dadurch haben wir den Hund auch so ein bisschen verstört. Weil ich glaube, da muss man ein bisschen sensibler mit rangehen. Deswegen lassen wir es lieber vom Profi machen. Profis tummeln sich auf der Messe jede Menge. Pia Nordbeck zum Beispiel. Sie leitet eine von fast 60 Hundeschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns auf dem Hundeplatz, ja, dass ich da noch mal so ein bisschen genauer nachfrage. Und wir schauen, ist das nur mit Hunden oder wie ist er beispielsweise eben auch in anderen Situationen? Ein Platz in der Hundeschule, 3 Monate Wartezeit. Die Leute kommen auch schon mit der Idee, sie wollen sich nun kaufen. Ja, und fragen dann so nach, die Rasse oder aber Hundeschule, wann muss man sich anmelden, Welpenspielstunde und so weiter, wann fängt man an, ne? Dass sie so ein bisschen zeitlich sich eintakten. Ja? Aber auch viel, die mit Fragestellungen kommen, weil sie ein Problem zu Hause haben. Damit von Anfang an klar ist, wer der Chef an der Leine ist, empfiehlt Pia die Welpenspielstunde. In einem Gewerbegebiet in der Nähe von Rostock hat Pia einen kleinen Trainingsplatz. Heute ist Schnuppertag für Welpen. Es treffen sich 7 Besitzer und ihre Tiere, die sich noch nie zuvor gesehen haben. Hallo. Kommt rein, kommt rein. Willkommen. Welpenkurs. Das ist wie einen Sack Flöhe hüten. Grüßt euch. Moin, moin. Hi, Mira. Hi, Mira-Maus. Hm? Hallo. Ihr guckt euch um. Habt ihr den Impfausweis mit? Da gucke ich rein. Na? Auch hier müssen alle Hunde geimpft und versichert sein. Ansonsten ist die Teilnahme tabu. Ja, genau. Ist das eine Kopie oder ist das ein Original? Nee, das ist eine Kopie, die habe ich gemacht. Kann ich die behalten für meine Hunde? Ja, du kannst behalten. Ja, ja, super. Genau. Die Welpen sollen vor allem Toleranz lernen. Die Hundewelt ist total bunt, da gibt es ja ganz verschiedene. Ne? Ich sage immer, die sind ganz verschieden in den Dialekten. Schon wie sie aussehen, wie sie auch kommunizieren, weil sie unterschiedlich aussehen. Und das lernen und verfeinern sie eben hier im Spiel. Ne? Unterschiedliche Rassen. Okay, jeder hat ein Handtuch gefunden? Es beginnt mit einer Grundübung. Für Herrchen und Frauchen gar nicht so einfach, bei solch süßen Welpen.
Wir üben jetzt hier das Ignorieren, weil immer, wenn wir auf der Leine stehen, soll der Hund lernen, okay, ich habe jetzt hier Sendepause und von meinem Menschen nichts zu erwarten. Ja? Und damit der natürlich auch auf allen Ebenen das schafft, sollen wir ihn nicht angucken. Wir sprechen auch nicht mit ihm und wir fassen ihn noch nicht an. Über die drei Ebenen funktioniert das Ignorieren, ja, und die Hunde kommen dann eben mehr oder weniger zur Ruhe. Wir sehen schon, es funktioniert ganz gut. Klingt hart, ist aber notwendig. Denn was Welpe nicht lernt, lernt Hund nimmermehr. Dann wollen wir die kleinen Mäuse mal spielen lassen. Wir müssen echt wirklich uns vor Augen halten, das sind Babys. Wir haben hier Hundekinder im Kindergartenalter. Und jetzt dürfen sie also auch ins Freispiel. Aber Freispiel heißt nicht frei von Regeln. So, und hier schützen wir so ein bisschen, weil hier sagt ein Hund, nee, so stürmisch will ich nicht begrüßt werden. Sehr schön, lass ihn mal. Wenn er neugierig ist, dann darf es auch wieder nach vorne, ne Lotte? Ja, so guckst du, gucke mal. Das ist okay. Super. Genau. Also ganz viel beobachten. Und beherzt eingreifen. Genau, und jetzt schiebst du die Hunde dann mal wieder weg. Jawohl, sehr schön. Die lassen wir selber laufen, weil dann kannst du gucken, wenn wir sie wegschieben, ob sie genau das macht. Und dann lasse ich die Hunde wieder los. Ja, weil sie möchte schon Kontakt haben. Das gefällt ihr hier ganz gut. Und dann als letzte Übung in der ersten Stunde die Königsdisziplin, der Rückruf. Super. Ich kann ihn erst dann frei laufen lassen, wenn ich mir sicher bin, dass ich den Hund auf ein Signal hin auch wieder zu mir rankriege. Ja, und das ist auch schon das Stichwort. Wir wollen den Rückruf so etablieren, dass die wie ein geölter Blitz zu euch geschossen kommen. Ich sage immer so schön, das muss Jackpot-Charakter haben. Unsere Hunde kriegen Leberwurst. Für Leberwurst lassen die fast alles stehen und liegen. Na? Die Bestschüler haben schon zu Hause trainiert. Jola, hier, hier. Ja, rein, prima. Hervorragend, ja, klasse. Jawohl. Hier. Lass los. Ja, sehr schön, super. Klasse. Jawohl. Und dann gibt's da noch die anderen. Okay, was gab's da Tolles? Sein normales Trockenfutter. Okay, ihr Lieben, der Rückruf ist die Königsdisziplin im Alltag mit dem Hund. Wenn du mit dem Futter arbeitest, klasse, toll, aber mach eine ganze Handvoll. Dass der also auch schon an der Menge merkt, boah, ich habe hier exorbitant was geleistet. Ne? Und ein Labrador frisst gerne, wie wir wissen. Und dass er dann eben auch weiß, wenn das Signal ertönt, dann kriege ich da richtig viel Futter. Ja? Mhm. Also ich muss gar nicht in den Handel gehen und irgendwo teure Leckerchen kaufen. Euer Hund sagt, was lecker ist. Ja? Und das kann der größte Stinkerkäse sein. Das finde ich einfach irre. Hier, komm mal hier. Manchmal reicht aber auch eine ordentliche Streicheleinheit. Oh, sehr schön. Richtig, sehr gut. Jawohl. Die Fünferkarte für die Welpenspielstunde kostet 75 Euro. Der nachfolgende Grunderziehungskurs 200. Ja, wer Lust und Laune hat, ist nächsten Samstag wieder mit dabei. Ich freue mich, wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Üben und viel Erfolg. Jasmina verkauft in ihrer Hundeboutique nicht nur teure Dinge. Ein holländisches Pärchen auf Urlaubsreise bekommt kostenlose Hilfe. Na, also das ist jetzt wirklich ausschließlich gegen Zecken. Das ist eine natürliche Zeckenabwehr, beziehungsweise hilft es, wie gesagt, auch gegen Flöhe und gegen Mücken. Die Besitzer dachten, ihr Hund hätte ein Problem mit stechenden Insekten. Jasmina erkennt sofort, das ist etwas anderes. Also ganz wichtig, ich würde die roten Stellen unbedingt einmal beim Hundetierarzt vorstellen. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine Futtermittelallergie handelt. Also sehr oft steht das in Verbindung damit. Ja. Rote, entzündete Stellen, Pöckchen, genau. Also umgehend einen Tierarzt aufsuchen. Okay, das ist voll. Und kratzt sich das Tier viel? Ja, viel. Ja, ja, ja. Genau, ja. Also dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Futter nicht vertragen. Also das haben wir sehr, sehr oft. Okay. Na? Okay. Die nächste Hündin hat Stress bei hohen Temperaturen.
Gerade jetzt Samstag haben wir es gemerkt und da haben wir auch gleich Jasmina kontaktiert. Es waren morgens irgendwie um 5 schon 20 Grad und da weiß ich ganz genau, für Cora wird das kein guter Tag. Alles gut, Mäuschen. Ne? Guck mal, was haben wir denn da Schönes? Jasmina hat eine coole Lösung parat. Genau den Eindruck, den man nicht möchte. Ne? Guck mal. Genau. Schau mal, Anja, das ist die Kühlwippe, von der ich gesprochen habe. Die funktioniert eben so, dass du hier Wasser einfüllst, das Wasser verstreichst und dann aktiviert die sich von selbst. Ja, alles gut, Mäusekind. Alles gut. Alles ist gut. Na? Pfote 1. Ja, ist gut. Und Pfote 2. Die Kühlung entsteht, indem das eingefüllte Wasser nach und nach verdunstet. Du siehst, die ist hier sehr schön stretchy. Das heißt, hier wird nichts eingeschnürt. So. Genau. Tja, das passt. Wie angegossen, würde ich sagen. Hast du die schneidern lassen für sie? Und Hunde lieben Temperaturen unter 20 Grad. Ne? Genau. Wenn die Harmonie zwischen. In der Messehalle in Rostock liegt was in der Luft. Hallo, hier ist Katrin nochmal von der Hansemesse. Wir brauchen nochmal ganz schnell jemanden an diesem Stand 222 bei Stahlwaren Wollfest. Der wartet, dass das Malheur passiert. Danke, tschüss. Passiert mindestens 5-mal pro Tag. Ein Malheur, ein kleines Hundemalheur wird jetzt beseitigt. Katrin hat die Spezialeinheit angerufen. Die Brigade kommt. Sie kümmern sich um den Fall. Bitte sehr. Köttelbrigade wird die Truppe von allen genannt. Aber wo bleiben sie nur? Ja, ich muss noch mal stören. Es war immer noch keiner an dem Stand. Ich muss jetzt hier auch mal gucken. Also, weil jetzt haben mich schon 2 Aussteller angerufen und da ist immer noch nichts passiert. Das ist irgend so ein Malheur, wo sie alle schon durchgelatscht sind. Ein Vierbeiner hat sich gelöst, wie der Fachmann sagt. Mitten im Gang. 222, ja. Also ich stehe hier auch. Achtung, 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 bitte, Achtung. Ich stelle mich jetzt mal hier kurz in den Weg und warte, dass die kommen. Ich stehe da mit der roten Jacke, ja? Super, danke, tschüss. Achtung, 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 Achtung. Genau. Achtung. Bitte einmal hier aufpassen, Augen nach unten richten, ja? Einmal kurz. Ja, bitte, danke. Achtung, hier unten, einmal aufpassen, nur kurz, bitte. Ja, ja. Der Haufen wird breiter und breiter. Aufpassen kurz und auf dem Fuß, einmal aufpassen, hier auf dem Fußboden, ja. Vielleicht hinter mir lang oder vor mir so. Und die Köttelbrigade lässt auf sich warten. Einmal aufpassen, bitte. Ja, gerne. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich sag nur Bescheid, nicht, dass sie reintreten. Langsam bildet sich ein regelrechter Stau. Super. Hier bitte. Einmal bitte hier aufpassen. Endlich ist die Brigade da. Zwischenzeitlich ist sogar noch eine Pipi-Pfütze dazugekommen. Genau, vielleicht einmal das Wasser kurz da vorne und dann danach die Kaki-Wurst. Erstmal den, halt. Erstmal das Wasser, bitte. Erst Wasser, dann den Rest. Kaputt. Macht nichts. Die Ausstellungsmacherin behält die Köttelbrigade lieber im Blick, bis alles erledigt ist. Kurz aufpassen, da das Wasser einmal. Ach so. Da vorne bitte, danke. Schön, dass wir die Männer damit umgehen. Ja, Eile, wirklich, ne? Dabei haben sie extra eine Lösewiese vor der Halle. Aber einige Hunde können einfach nicht an sich halten. Da läuft's. Dankeschön, ne? So, das Malheur ist beseitigt. Sonja hat noch einen Hausbesuch. Die Hundephysiotherapeutin lebt vom veränderten Verhältnis zwischen Mensch und Hund. Es ist heutzutage auch ein Familienmitglied. Das ist kein Hund mehr, der, was weiß ich, auf dem Hof mitläuft. Oder dass das irgendwie ein Nutztier ist. Viele würden, glaube ich, auf ihre Physio mehr verzichten, als dass der Hund leidet. Ihr nächster Patient lebt in einem Rostocker Mehrfamilienhaus. Ja. Hallo Sonja. Gino, ein Yorkshire Terrier, hatte eine Patellaluxation, eine Kniegelenkserkrankung und musste operiert werden.
Na, Großer. Hey. Sag mal. Ha? Grit Duwe, das Frauchen, wartet schon. Hallo. Hallöchen. Na, wie geht's? Gut. Schön. Es ist sehr warm heute, bisschen ne? Warm heute. Ja, wirklich. Das merkt sogar der Gino. Ja, aber hier geht's ja noch einigermaßen. Ja, bei uns ist schön. Oh ja, kuschelig. Super. Hallo, Gino. Na, alles schick soweit? Alles schick. Ach, schön. Hoppala. Siehste, oh, haben wir richtig viel Platz heute. Gino wurde in der Rostocker Tierklinik operiert. Also das war eine ganz schwere Situation und er hätte Augenflackern bekommen und müsste noch eine Nacht überwacht werden. Einerseits ist man der Meinung, dass er da in guten Händen ist und sich eigentlich auch sicher. Aber irgendwie war es die Nacht, Gino ist ein Bettschläfer. Ja, und wenn er dann nicht da ist, es fehlt schon was. So, nochmal einmal kurz aufstellen, Gino. Einmal kurz. Ginos Kniescheibe hinten links sprang immer wieder raus. Sie wurde fixiert. Für die Therapie hat Sonja etwas Besonderes mitgebracht. So, bei Gino mache ich auch immer die Laserbehandlung, damit die Wundheilung einfach noch mal ein bisschen aktiviert wird vom operierten Knie. Und eine Hyaluronbehandlung. Ich arbeite bei Gino mit dem Punktlaser, weil er ja wirklich ein ganz kleiner Hund ist, alles sehr filigran ist, brauche ich jetzt nicht die Laserdusche anwenden. Und dann mache ich den Punktlaser drauf. Und da kann ich auch wirklich punktuell in die Schmerzpunkte gehen bei ihm, weil er im Rücken auch noch manchmal ein bisschen verspannt ist, wenn er ein bisschen unrund läuft. Von der Laserbehandlung merken die Tiere eigentlich nicht viel, außer ein bisschen Wärme von dem Licht. Oder wenn es gerade akut ist, Entzündung haben oder sowas, dann kann es sein, dass die irgendwie merken, dass das Gewebe so ein bisschen arbeitet. Also das habe ich an mir festgestellt. Ich benutze das Lasergerät oft auch für mich. Super geil. Und da habe ich schon gemerkt, so irgendwie, irgendwas passiert da gerade. Ne? Also es ist super tiefenwirksam. Also ich arbeite erstmal mit einer speziellen Joule-Zahl mit dem Laser vor, dass die Zellen geöffnet werden. Und dann trage ich das Hyaluronserum auf. Da habe ich schon ganz tolle Erfolge mit erzielen können. Da brauche ich wirklich nicht viel, das ist sehr ergiebig. Hyaluronsäure ist wesentlicher Bestandteil der Gelenkflüssigkeit des Hundes. Dann versuchen wir noch mal dein Beinchen ein bisschen durchzubewegen. Ne? So. Gino schmilzt dahin. Ganz toll. Sonjas heilende Hände scheinen Wirkung zu hinterlassen. Durch die hervorragenden ersten 5 Anwendungen von der Physiotherapie ist es uns gut gelungen. Jetzt, dass er schon fast wieder ein Vierbeiner ist. Frau Duwe, eine ehemalige Sportlehrerin, bereitet das Cavaletti-Training vor. Im Schritt drüber läuft. Ja, Frau Duwe hat mir dann immer schon ein paar Leckerchen vorbereitet. Und er geht auch schon in Startposition. Na hier, jetzt geht's los. Ein Keks. Gino soll da jetzt rüber. So, also man muss wirklich darauf achten, dass er wirklich im Schritt drüber läuft und alle 4 nacheinander drüber hebt. Dass er bewusst wahrnimmt, dass er das Beinchen, sein operiertes Beinchen, auch schön durchbeugt. Schön weiterlaufen. Für Leckerli tut der kleine Rüde alles. Super, gut. Schön. Zum Schluss vergibt Sonja noch ihre Lieblingshausaufgabe. Und wenn ihr sowieso oft am Strand seid, könnt ihr ja darauf achten, die verschiedenen Untergründe schön im Schritt laufen lassen und dass er dann im Wasser wirklich Wassertreten macht. Wegen des Widerstands, dass es nochmal für den Muskelaufbau schön aktiviert wird, für die Hintergliedmaße. Ne? Na, Gino? Mach mal Gino, gell? Wunderbar, alles klar. Nächste Woche kommt Sonja wieder vorbei. Mit Laser, Hyaluron und Cavaletti-Stangen. Bei der Rassehunde-Ausstellung in Rostock beginnt das Showprogramm mit Dog Frisbee. Auftritt der Gruppe
Flying K9 aus Hannover. Katrin, die Messemacherin, hat es fast geschafft. Ja, so habe ich mir das gewünscht. Ne? Viele runde Aussteller da, viele Besucher, alle haben ordentlich Taschen dabei, die schon eingekauft haben. Dann sind unsere Aussteller nachher am Ende auch glücklich. Und ja, das ist dann irgendwie das fertige Produkt, ne? Wofür man dann die ganze Zeit gearbeitet hat. Da wird es belohnt. Sie belohnt sich selbst mit einem nicht essbaren Menschenleckerli. Gibt's ja nicht nur was für einen Hund. Ich habe mir auch was Schönes ausgesucht. Also ich brauche für meinen Arbeitsschlüssel unbedingt einen neuen Anhänger. Und meiner ist jetzt nach 15 Jahren kaputt gegangen. Und da habe ich hier vorne was entdeckt und habe gedacht, den brauche ich. Den habe ich mir schon zurücklegen lassen. Da ist er. Im Ehrenring beginnt die letzte Bewertung des Tages. Alle Sieger der Einzelringe treten noch einmal gegeneinander an. Jetzt sehen wir den Lagotto Romagnolo, italienischer Trüffelhund. Tanja präsentiert ihre Cleopatra. Und dann die Bewertung. Ich rufe mal einen Gruß zu Familie Obama nach Amerika. Vielleicht freuen die sich mit. Der portugiesische Wasserhund gewinnt die FCI Gruppe 8. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Gratulation, Applaus an die anderen, die jetzt den Ring verlassen dürfen. Der Portugiese gewinnt, nicht die kleine Italienerin von Tanja. Ich war in der Endausscheidung. Ich bin nicht gleich wieder raus bei der Gruppe 8. Wir sind schon so weit und die ist 11 Monate alt. Und die entwickelt sich jedes Mal weiter. Die ist so jung, noch ein bisschen temperamentstark drüber. Ne? Lässt sich noch nicht ganz so sauber präsentieren. Das ist aber dem Alter geschuldet. Das entwickelt sich, die wird. Heute ist sie ja schon wie ihr Vater auch alleine auf den Richtertisch gesprungen. Das macht sie schon alles ganz toll. Noch ein Sprichwort unter Hundefreunden sagt, ohne Hund wäre mein Haus sauber und mein Portemonnaie voll. Doch mein Herz, das wäre leer.